lifeless keys used to be full of power. United with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged. Countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. How about you leave the popsicle with me, so you can go have your little fight with Terra? You can't be too happy about him deep-sixing your master. Who are you? You think you two have got some grand role to play? As if. You're only here so that when I finish you off, Terra will succumb to the darkness. So, who wants to go first? Shut up! Oh, so this kiddo thinks he's a full-fledged Keyblade wielder. He's got the angry look down. Go ahead if you want to waste your time. Keep trying to drive us apart with your mind games. It'll never work. Prove to you he's stronger! Aqua! I keep forgetting don't mess with Keyblade wielders. But you know what? That just means I made the right choice. Well, he wanted me to buy time, and I'd say he got it. What? Ven! Aqua! Yeah.
Besiege Vanitas und rette Aqua, will man behaupten, war. Miki sind ja auch noch mit dabei von der Show, oder was? Eine andere Fight. So schon mal nicht, wa? Schade. Wo ich ihm, glaube ich, keinen schlechten Schaden mache. Aber machen natürlich einfach ein bisschen mehr, da ist ganz logisch. Er ist auch Vanitas, der Schreckliche, der muss natürlich enorm Damage machen. Ja, also mit einem Hieb oder mit einem normalen Hieb, dass er trotzdem so viel Schaden macht, ist nicht schlecht. Ich muss auch erstmal seine Moves kennen. Mann, ey. Vor allem kann er mir echt irgendwie durch mein Schild einfach durch mal total zerschreddern, sage ich jetzt mal, oder durchbrechen. Das geht doch gar nicht. Vor allem, er haut erstmal schön ab. Mhm. Das wäre zwar der Rückenhieb, ja. Ich nur noch Freunde, ich kann nur noch instinktiv. Irgendwann vielleicht kaum. Na, Mist! Ja, ich kann nicht dazu. Das ist doch scheiße, wenn ich halt irgendwie einen richtigen Move noch auswählen muss. Menno! Im Schaden habe ich generell keinen schlechten gemacht. Da kann man gar nicht durch, wa? Hey, ich hab doch mal gerade geheilt! Vielleicht nur kurz abwarten, bis ich wieder Viga einsetzen kann. Alter, ist das übel. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie die Stufe da was ausmacht, weil ich mache ihm eigentlich doch, wenn ich ihn treffe, guten Damage. So ist es ja nicht. Ich muss erstmal herausfinden, wie ich da seinen Scheiß. Also hier ausweichen und da runterkriegen, das sind jetzt ein Problem. Das sehen wir relativ schnell. Aber wenn er da den Move macht. Warum kann ich da vorweg vergessen, was so wie es aussieht? Muss ich echt ausweichen einfach? Glaub schon, wa? Ja,
Ja, gebrochen kann ich das nicht. Das ist wirklich notwendig zu blocken. Und dann haben wir es unterbrechen, dann gehen wir auch. Ah, Mist! Er macht damit einfach exorbitant viel Damage, das ist so mit dem Move. Der Rest geht eigentlich. Scheiße, jetzt bin ich Ich hatte ihn fast, war schon am letzten Balken, was ist passiert? Ich bin ausgerutscht. Menno. Weil ich ihn da halt schnell kontern wollte. Das ist natürlich doof. Also tu es low, finde ich jetzt persönlich gar nicht. Was? Das gibt's nicht. Er macht mit dem Scheiß-Move aber viel zu viel Damage, aber ich war wieder viel näher dran. Er hat eigentlich alles soweit sehr gut abgeblockt und so. Nach dem Schluss wieder irgendwie alles für den Arsch. Er trifft mich ein, zweimal mit diesem Scheiß-Move und dann zack bin ich weg. Und so wie es, ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, nicht der einzige Kampf ist, hätte er noch ein zweiter Kampf zu folgen. Dass man sie vorher noch speichern kann, weil vielleicht muss ich je nachdem halt noch andere Moves ausrüsten. Kann ich gar nicht mehr runterschmeißen oder was?
Ich kann gar nicht mehr ausrüsten. Auswählen meine ich halt. Jetzt geht's wieder. Oh, endlich. Alter, wollte am Schluss nochmal irgendwie einen auf mega Arschloch machen oder so. Puh. You've done it, Ventus. Now that my body is about to perish, you and I will have to join together. The Keyblade will be forged! The inverse come from you? It happened when you and I were split into two. The negativity took shape as these monsters. They are what I feel. A horde of fledgling emotions under my control. I released them in all the worlds I could, hoping to lure you away from home and isolate you from your master. We needed to make you stronger. The Unversed were the perfect opponents. And better yet, no matter how many times you defeat them, their negativity flows right back into me. You never stood a chance against us, Ventus. Our union was not finished. The Keyblade shouldn't stay broken like this. Join me now. We can complete the Keyblade! I've got a better idea. How about I destroy you both? The Keyblade is made of your heart too. If you destroy it, your heart will vanish forever. Whatever it takes. Anything to save Terra and Aqua. It's always about your friends, isn't it? At least I have some. I've become a part of their heart, just as they become a part of mine. My friends are my power, and I'm theirs. Darf ich mal kurz an der Stelle erwähnen, dass das Keyblade ja offenbar nichts anderes ist als eine Fusion und eine Verschmelzung aus zwei normalen Schlüsselschwertern. Und dazwischen ist einfach irgendwie, bildet sich eine Klinge und fertig. Und abgesehen davon, warum sieht Venitas aus wie Sora? Was macht das für einen Sinn? Hä? Muss ich das verstehen? Oh man, jedenfalls wieder vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Wir schauen uns das nächste Part an. Natürlich scheiße, dass ich nicht speichern konnte, weil das immer so kacke, wenn du irgendwie zwei Bosskämpfe hintereinander hast, weil wenn ich hier verkacke, was garantiert der Fall sein wird, und irgendwie nicht großartig speichern konnte und dann vielleicht irgendwie sage, ja, komm, mach ich halt zum nächsten anderen Zeitpunkt weiter, dann ist halt ein bisschen doof, weil es nicht so wirklich funktioniert, weil wenn dann Konsolen dann ja, halt neu starten muss und so und plötzlich, oh, du musst dann beide nochmal machen. Das wäre natürlich kacke. Bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.